Herzlich willkommen bei den Ludwigsbürgerinnen und Scala TV. Ludwigsbürgerinnen erstellt ein Porträt der Stadt Ludwigsburg durch Lebensgeschichten von Menschen, die in Ludwigsburg leben oder arbeiten. Unser Gast heute ist der Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht. Herzlich willkommen, Herr Dr. Knecht. Herzlichen Dank, schön, dass ich da sein darf. Herr Dr. Knecht, Sie sind seit über 3 Jahren Oberbürgermeister von Ludwigsburg. Den Amtsinhaber haben Sie beim ersten Wahlgang mit der Mehrheit der Stimmen, also mit der absoluten Mehrheit der Stimmen, aus dem Feld geschlagen. Können Sie sich an diesen Moment erinnern, als das Wahlergebnis verkündet wurde? 58% für Dr. Matthias Knecht. Nein, wir waren ja gegenüber im Kunstmuseum im MIG und haben dann dort digital die Balken gesehen, wie sie da so gestiegen sind. Und ich konnte gar nicht glauben, dass meines der war, der vorne lag. Also ein ganz besonderer Moment, auch ein ganz besonderer Moment, dann rüberzuziehen mit der Familie, mit meiner Frau, mit meinem Sohn Jakob und mit den Freunden an unserer Seite und dann in das Kulturzentrum, in den großen Saal einzutreten, wo dann wirklich großer Applaus aufbrandete. Und das war natürlich ein Moment, den kann man so gar nicht mehr richtig beschreiben. Da läuft einem natürlich ein Schauer über den Rücken, aber das Ganze läuft als so ein Film ab, es ist wahrscheinlich wie ein Sportler, der irgendein großes Ergebnis erzielt. Die können, glaube ich, über den Moment ganz schwer berichten, einfach nur sagen, es war ein ganz spezieller, ein ganz besonderer Moment. Und dann dieses Foto hier, also diese Konfrontation mit dem Amtsinhaber, wie war das? Na gut, Werner Spätz und ich kennen uns und schätzen uns, das muss man wirklich auch sagen, seit vielen Jahren. Er hat, glaube ich, für Ludwigsburg großartige Arbeit geleistet und gleichzeitig konnte ich im Ehrenamt, Stadtverband für Sport, Männerturnverein, der große Verein der Stadt, viel wirken für unsere Stadt. Und der Moment war natürlich speziell, ganz, ganz besonders. Man sieht es auch an dem Foto. Ich habe das so intensiv wie heute noch nie gesehen und finde das ein ganz großartiges Bild, also auch wie wir uns begegnen, wie die Menschen im Hintergrund stehen, auch so ein bisschen so mein, ich sag mal, einerseits glaube ich, da kommt ein Glücksgefühl raus und gleichzeitig aber auch so ein, ja, so ein bisschen eine Vorsicht gegenüber dem, der jetzt dieses Amt innehatte und wie reagiert der, also ein ganz, ganz spezieller Moment und gleichzeitig einfach auch mit den Farben und mit den Menschen auch ein großartiger Moment. Ich glaube, das darf man eingestehen, wo mir jetzt auch heute wieder durchaus so ein ganz besonderes Gefühl natürlich über den Rücken läuft. Ja, klar. Wenn man Ihren Lebenslauf liest, könnte man meinen, Sie hätten sich Ihr halbes Leben lang darauf vorbereitet, Oberbürgermeister von Ludwigsburg zu werden. Angefangen beim Schulsprecher in der Waldorfschule Ludwigsburg, über das Jurastudium mit Promotion, dem Magister in Verwaltungswissenschaften, bis zur Arbeit als Projektleiter der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Scheint alles auf diese Position zuzulaufen. Doch dann werden Sie Professor für Jura an der Fachhochschule in Kempten. Später auch Dekan. Was hat Sie bewogen, sich für dieses Amt als Professor in Kempten zu bewerben? Es war wirklich so, schon als ich die Studienentscheidung treffen musste, war natürlich damals Jura weit vorne, aber immer die Überzeugung, für Gesellschaft arbeiten zu wollen. Und ob das jetzt Kommunalpolitik oder Bundes- oder Landespolitik hätte werden sollen, war mir vielleicht da noch nicht ganz klar. Aber schon relativ früh, auch im Jurastudium, habe ich eigentlich immer so gesagt, so eine Tätigkeit für eine Gemeinde, für eine Region, das könnte was sein. Und gleichzeitig natürlich, wenn du dann juristisch ausgebildet wirst, bist du befähigt zum Richteramt, kannst du natürlich auch als Staatsanwalt oder als Anwalt arbeiten. Und bei mir war das dann wirklich so, als ich habe 10 Jahre knapp in München gelebt, dort auch gearbeitet, dann hier bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart angefangen, aber parallel einen Lehrauftrag an der Hochschule in Kempten inne gehabt. Und dann wurde damals eine Professur ausgeschrieben im öffentlichen Recht, im Europarecht. Und die kannten mich und die haben gesagt, Herr Knecht, bewerben Sie sich bitte da drauf. Und es ist so ein bisschen, es gibt, glaube ich, wenige Berufe im juristischen Leben, wo man so eine fast komplette Unabhängigkeit spürt. Das ist der Beruf des Richters, der Richterin und, glaube ich, auch eine Professur an der Hochschule. Und insofern habe ich einfach gedacht, ich werfe meinen Hut ins Ring, probiere das. Und dann wurde ich aus dieser Gruppe von Bewerberinnen und Bewerbern, von den Studierenden und aber auch von der Auswahlkommission ausgewählt. Und so kam die Entscheidung für Kempten. Jetzt gar nicht so, ich sag mal, lange
und jahrelang geplant, sondern das war eigentlich eher so eine Weichenstellung, die ein bisschen abwich von dem, was ich so typischerweise vorhatte. Das ging viel mehr Richtung Kommunalpolitik oder auch Richtung Landespolitik. Auch Diplomat hätte ich mir vorstellen können, als ich das Studium begann. Und da war Professur doch wirklich eine andere Richtung, aber nachdem man da vortragen muss vor Studierenden, viel mit Recht zu tun hat, mit Verwaltung, im Nachhinein eine wunderbare Übung für die Tätigkeit jetzt als Oberbürgermeister. Damit haben Sie auch meine nächste Frage schon beantwortet, was Sie gelernt haben als Hochschulprofessor für das Amt des OB. Auf junge Menschen zugehen und frei sprechen, und zwar eine ziemlich lange Zeit und über rechtsrelevante, über verwaltungsrelevante Themen. Und glaube ich aber auch, also wirklich dieses Kontakte knüpfen mit Menschen im Gespräch sein, das ist auch ein ganz tolles Gut, das man als Hochschulprofessor lernt. Und weshalb haben Sie dann nach 8 Jahren als Professor und dann später als Dekan sich doch beworben für das Amt des Oberbürgermeisters in Ludwigsburg? Ich habe ja gesagt, zuvor, es war immer schon auch so in der Jugend so ein bisschen der Traum, in der Kommunalpolitik zu arbeiten. Und als ich dann der Neujahrsempfang des MTV Ludwigsburg, als ich dort ins Gespräch kam mit Margit Lippins, hat die so gesagt, Herr Knecht, könnten Sie sich nicht eigentlich auch für eine kommunale Position begeistern? Ich habe dann gesagt, also für einen Gemeinderat kandidiere ich nicht. Das war ja damals auch so eine Zeit, wo die Parteien Gemeinderäte gesucht haben. Aber das Amt des ersten Bürgermeisters mit dem Schwerpunkt auch Sport und Bildung, beides Bereiche, die mir sehr wichtig sind, oder auch des Oberbürgermeisters, könnte ich mir theoretisch vorstellen. Aber auf keinen Fall jetzt in der Konstellation, wo ich ja eng mit Konrad Seigfried und eng mit Werner Spetz zusammenarbeite. Und damit war das erstmal gegessen. Ja. Und dann aber, ich glaube, so vielleicht 6 Wochen später, kamen hier auch nochmal SPD und CDU auf mich zu und haben gesagt, naja, es hat sich doch einiges im Verhältnis zwischen dem aktuellen Amtsinhaber und dem Gemeinderat verkantet. Könnten Sie sich nicht, Herr Knecht, doch überlegen, Ihren Hut in den Ring zu werfen? Und zuerst blieb ich bei meiner Reaktion, das ist doch verrückt, auf gar keinen Fall. Habe mich aber dann mal mit meiner Frau besprochen, auch mit Freunden, und wurde dann auch mal eingeladen von SPD und CDU, mich so ein bisschen vorzustellen. Und dann reifte die Entscheidung, die dann im März wirklich, ich sag mal, dann auch in die Umsetzung ging, hier Oberbürgermeister sein zu wollen, sich eigentlich, muss man ehrlich sagen, einen Lebenstraum zu erfüllen. Sie sind in Ludwigsburg aufgewachsen, haben hier Abitur gemacht in der Waldorfschule, haben in Konstanz, München und Speyer studiert, sind in Stuttgart sesshaft geworden. Dennoch waren Sie ständig in Ludwigsburg aktiv, und zwar im sportlichen Bereich. Moment, das war im Sportclub Ludwigsburg, Vorsitzender des Stadtverbands Sport und Vorsitzender des MTV. Lauter Ehrenämter in Ludwigsburg. Obwohl Sie in Stuttgart wohnen, erklären Sie diese Liebe für Ludwigsburg und die Sesshaftigkeit in Stuttgart? Ja, also ich glaube, ein bisschen hat immer auch mitgespielt dieser Lebenstraum. Also mir hat mal jemand gesagt, Matthias, du bist doch nur Vorsitzender beim MTV geworden, um hier mal OB zu werden. Aha. So war es wahrscheinlich nicht so direkt. Mhm. Aber es war immer im Hinterkopf, wenn du dich hier in der Gesellschaft gut vernetzt, wenn du hier deine Kontakte hast, wirst du irgendwann mal, ob Oberbürgermeister, ob erster Bürgermeister, ob Fraktionsvorsitzender einer Partei im Gemeinderat, wirst du hier ein kommunales Amt übernehmen können. Und das war schon prägend. Mhm. Und das war auch der Grund 2008, als ich von München zurückging zur Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, war schon klar der Blick, ich möchte hier in der Kommunalpolitik, in der Regionalpolitik was bewegen. Ich bin dann parallel auch Vorsitzender beim SC Ludwigsburg zuerst geworden. Der Sportclub? Genau, beim Sportclub, dann später beim Stadtverband für Sport. Und in letzter Konsequenz, und das war vielleicht so ein bisschen auch das kleine Meisterwerk, habe ich dann SCL und MTV, also Sportclub und Männerturnverein, miteinander verschmolzen. Natürlich mit einem großen Team von Menschen, die mir dabei geholfen haben, aber es war schon auch, glaube ich, eine wichtige Rolle für mich. Und da hat sich dann immer wieder so gezeigt, diese Anbindung an Ludwigsburg und gleichzeitig aber der Wunsch nach einem privaten Rückzugsort. Mhm, und das war auch die Absprache mit meiner Frau und ist es jetzt heute auch mit unserem Sohn. Wir sind in Ludwigsburg so präsent über Vereinsleben, über die Elternhäuser beider, die hier einfach in Ludwigsburg fest situiert sind, dass wir uns einen kleinen Rückzugsort in Stuttgart genehmigen wollen. Auch unserem Sohn zuliebe, der natürlich in der Schule da nicht als Sohn des OB gesehen wird, sondern einfach als ein ganz normales Mitglied der Klassengemeinschaft. Erzählen Sie uns, was ein Oberbürgermeister alles zu tun hat?
Sehr gerne. Das sind natürlich viele Tätigkeiten, die hochspannend sind und viele Dinge, die man vielleicht auch so als die typischen Verwaltungstätigkeiten bezeichnen müsste. Also montags zum Beispiel treffen wir uns morgens als Verwaltungsleitung, die vier Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, um einfach mal so unsere Woche, die anstehenden Termine zu besprechen, so ein paar Dinge abzustimmen. Dann treffen wir uns ab 10, von 10 bis 12 mit den ganzen Fachbereichsleitungen, um dort thematisch die wichtigsten Entscheidungen zu treffen. Dann hat man auch mal Büroarbeit, wo man einfach Briefe beantwortet, wo man, ich sag mal, eine riesen Liste an Unterschriften, Mappen bearbeitet. Und dann hat man natürlich sehr viel mit einem Gemeinderat zu tun, der ein unglaublich wichtiges Gremium ist für die Stadt, der demokratische Souverän von Ludwigsburg. Man hat viel auch mit anderer Politik zu tun, auf Landes-, auf Kommunal-, auf, ich sag mal, auch Bundesebene durchaus, mit unseren Bundestags-, mit unseren Landtagsabgeordneten, die uns sehr wichtige Partner sind. Und so ist, glaube ich, eine Woche ganz spannend oftmals, auch mal mit europäischen Themen. Man geht in seine Partnerstädte nach Bergamo, nach Mobiliar oder reist man nach Brüssel zu einer Sitzung von kommunalen Vertreterinnen und Vertretern. Und gleichzeitig gibt es aber ganz, ganz viel hier zu tun mit den Vereinen, mit Kulturinstitutionen, mit den anderen Menschen in der Verwaltung. Also es ist immer so ein Wechselspiel zwischen raus aus Ludwigsburg und der Region und hier vor Ort wirken. Und gerade dieses Wechselspiel, wo man nie die Bindung eigentlich zur Stadt verliert, das ist eigentlich ein sehr spannendes. Und wie sieht denn das Verhältnis aus zwischen Repräsentationsaufgaben, von denen Sie gerade gesprochen haben, und Organisationsaufgaben, Verwaltung, Konzeption und so weiter? Naja, also wenn man das so dritteln könnte, dann wäre es wahrscheinlich so etwa ein Drittel jedes, wobei ich schon sagen würde, dass das Thema Repräsentation und strategische Ausrichtung der Verwaltung eher so 70-80% ausmacht und 20% etwa Verwaltungsaufgaben sind, die einem ja viele helfende Hände auch abnehmen. Also schon ein bisschen untergeordnet. Aber eines ist spannend, es hat sich auch wiederum völlig verändert jetzt nach der Corona-Pandemie. Während der Corona-Pandemie haben wir sehr viel im Klein-Klein schnelle Entscheidungen treffen müssen, Notmaßnahmen auf den Weg bringen müssen, und das Thema Repräsentation und das Thema langfristige Strategie waren da viel, viel untergeordneter. Da war ganz viel Kurzfristiges in der Pandemiebewältigung. Und jetzt geht es wieder viel mehr zurück zu mehr Strategie, mehr Repräsentation, weil man einfach auch wieder Zeit hat für solche Dinge. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Sie haben ja gar nicht viel Zeit gehabt, sich in das Amt einzuarbeiten, weil ein halbes Jahr nach Amtsantritt kam eigentlich schon der erste Lockdown. Richtig. Nach 6 Monaten, so war es, ja. Genau. Das war nämlich meine Frage, wie hat denn eigentlich diese Pandemie die Arbeit beeinflusst? Also Sie haben gesagt, sehr viel kleine, konkrete Entscheidungen und weniger strategische. Richtig, wir haben uns unglaublich viel vorgenommen. Wir wollten das Stadtentwicklungskonzept relativ schnell wieder hinterfragen, mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Wir hatten natürlich auch große Pläne in Richtung Mobilität. Wir hatten, ich sag mal, in Richtung Bildung zum Beispiel viel vor. Und dann kam plötzlich Corona, und wir mussten in einem Krisenstab unglaublich viel mit der Feuerwehr zusammen, mit Sicherheit und Ordnung, mit dem Landkreis, unheimlich viel kurzfristige Maßnahmen auf den Weg bringen. Wir haben Container für Leichensäcke bestellt, lauter solche Sachen, weil wir ja Bilder gesehen haben in Bergamo, in Straßburg, im Elsass, fürchterliche Bilder, wo das Militär Leichen von der Straße transportiert hat, und das alles haben wir natürlich auch im Klein-Klein hier kopiert, haben Aushänge, haben Informationen in 15 verschiedenen Sprachen und so weiter gedruckt oder Lautsprecherdurchsagen am Marktplatz auf den Weg gebracht. Also ein komplett anderes Arbeiten, ein viel operativeres Arbeiten, als man sich es eigentlich als Oberbürgermeister vorstellt. Jetzt gerade angesichts dieser Leichenberge, die man in Bergamo sehen musste, ist meine Frage, wie hat es auf Sie gewirkt, diese Montagsspaziergänge, wenn sich da 800.000 Leute getroffen haben, die schweigend dann durch die Stadt gegangen sind, demonstrativ ohne Maske und zum Teil auch den Rechtsstaat verhöhnt haben und abgelehnt haben. Ja, für uns war das eine unglaubliche Herausforderung. Fürs Team war es auch vor allem anfangs, als wir ja Maskengebote erlassen haben, später auch mal sogar zwingende Regelungen, und die dann auch teilweise vom Amtsgericht wieder aufgehoben wurden, weil sie einzelne kleinere Fehler in der Ausübung immer wieder gab. Da war das fürs Team eine Belastungsprobe, weil wir das ja alles nur zum Schutz von Leben und Gesundheit unserer Menschen hier in der Stadt getan haben. Und gleichzeitig verstehe ich natürlich auch wieder Menschen, versammelt
Versammlungsfreiheit, Demokratieprinzip sind höchste Rechtsgüter von uns. Aber man muss dann auch wieder sagen, so sehr ich das Recht verstehe, demonstrieren zu wollen, so sehr muss man halt sagen, dass Gesundheit und Leben eigentlich die höchsten Rechtsgüter sind neben der Menschenwürde. Und wir haben versucht, die zu schützen, und dann muss auch mal was anderes zurücktreten. Und da hätte ich mir schon vom einen oder der anderen mehr Verständnis erwartet. Ich glaube, wenn wir gesehen haben, wie Menschen auch ohne Vorerkrankungen hier gestorben sind, weil es noch keine Impfungen gab, dann finde ich weiterhin, das Masketragen war eigentlich die große Maßnahme, weil wir da auch in geschlossenen Räumen zum Beispiel Ansteckungen verhindern konnten. Und insofern habe ich auch nur bei allem Verständnis für Demokratie und Versammlungsfreiheit, bei aller Wichtigkeit, nur ein begrenztes Verständnis, dass Menschen so weit gingen und es als Körperverletzung zum Beispiel verstanden haben, eine Maske zu tragen. Eine Maske ist keine Körperverletzung. Die ist eine Einschränkung, aber wirklich bei bestem Willen keine Körperverletzung. Ja. Häufig wird ja eine Spaltung der Gesellschaft beklagt und sozialer Zusammenhalt beschworen. Was tun Sie, um die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten und zu befrieden? Ja, wir haben jetzt wieder neue Aufgaben natürlich dazu bekommen. Zuerst hatten wir die aus der Corona-Pandemie raus, wo wir schauen mussten, dass wir die Menschen, die um ihr Leben, um ihre Gesundheit gefürchtet haben, mit denen befriedet haben, die sich eingeschränkt fühlten. Jetzt haben wir eine ganz neue Herausforderung. Jetzt haben wir seit 24.02.2022 die Ukraine-Krise durch einen fürchterlichen Angriffskrieg ausgelöst und haben ein Doppeltes. Wir haben viele, viele Geflüchtete, über 1.000, die nach Ludwigsburg gekommen sind, denen wir versuchen, mit allem Einsatz eine gute Heimat, eine gute Fluchtmöglichkeit zu bieten. Und wir haben gleichzeitig Menschen in der Stadt, die mit einer unglaublichen Solidarität selber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Die Gaspreise sind gestiegen, die Strompreise sind gestiegen. Viele, viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Inflation kommt dazu. Und das jetzt zu bewältigen, versuchen wir mit allem Einsatz. Das geht einerseits über das persönliche Gespräch, geht aber auch über tolle Förderunterstützungen, wie zum Beispiel Zusammen gibt halt. Ein neues Programm, das die Stadt auf den Weg gebracht hat. Da geht es erstmal darum, Möglichkeiten zu schaffen für Menschen, sich zu informieren, sich zu treffen, sich auszutauschen. Unterstützende Angebote, egal ob von den Tafeln oder von der Karlshöhe, natürlich jetzt auch zukünftig das Wohngeld in Anspruch zu nehmen. Eine unglaublich wichtige Sache, die wir jetzt kurz vor Weihnachten auf den Weg gebracht haben. Und daneben haben wir neu jetzt einen Energienothilfefonds von der Bürgerstiftung auf den Weg gebracht. Da kann jeder auch reinspenden, jede. Und damit wollen wir Vereine oder auch, ich sag mal, Institutionen unterstützen, die den Menschen helfen, denen es jetzt so schlecht geht. Weil wir dürfen denen nicht direkt eine Leistung ausbezahlen. Aber wir dürfen zum Beispiel die Tafelläden unterstützen oder die Diakonie, die Caritas. Und ich glaube, so können wir schon an verschiedenen Fronten helfen. Aber vor allem eines ist wichtig, das persönliche, das zugewandte Gespräch mit den betroffenen Menschen. Ludwigsburg bekam das Prädikat nachhaltigste Stadt mittlerer Größe. Machen Sie es wie der OB Palmer in Tübingen und fahren Sie auch mit dem Fahrrad durch die Stadt? Also ich versuche unheimlich viel zu Fuß zu gehen. Für mich sind die beiden eigenen Füße ein wunderbares Fortbewegungsmittel. Das Auto fährt eigentlich nur zu externen Terminen. Das steht ansonsten in der Rathaus-Tiefgarage. Ich fahre schon auch Fahrrad natürlich. Klar, das sieht man ja ein schönes Bild. Aber bei mir ist das Fahrrad vor allem auch in der Freizeit ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel. In der Stadt selbst kann man doch in Ludwigsburg unglaublich viele Wege auch zu Fuß gehen. Und der schöne Vorteil vom Zu-Fuß-Gehen ist, dauert dann aber ein bisschen. Man kann viele Gespräche führen. Also meine Frau witzelt immer, sagt, wenn du vom Rathaus zum Marktbrunnen rüber gehst, das braucht ja eine halbe Stunde. Und manchmal ist es so, weil ich da 10 Bürgergespräche führe. Aber das ist, wenn wir gerade auf diesen Punkt sozialen Zusammenhalt schauen, unglaublich wichtig. Und das ist zu Fuß noch mal einfacher, als wenn man einfach mit dem Rad auf einem Radweg schön vor sich hinfährt. Ja? Insofern gerne zu Fuß, aber in der Freizeit vor allem als Sport, vor allem auch gerne mit dem Fahrrad. Die Grundgedanken der Finanzplanung bis 2025 lauten Priorisierung und Konzentration auf das Wesentliche. Welche sind die Prioritäten angesichts knapper Kassen und großer Herausforderungen wie Klimakrise, Energiekrise, Ukraine-Krieg? Ja, ich meine, das ist natürlich eine wirklich große Herausforderung. Und ein Kollege hat neulich in einem Zeitungsinterview auch gesagt, wir haben da verschiedene Wahrheiten, die wir nebeneinander bewegen. Ich glaube, wo wir nicht umhinkommen, ist dieses Thema sozialer Zusammenhalt als das zentrale Thema zu nehmen. Integration, Inklusion.
Das ist aber für uns vom Finanziellen her lang nicht so große Belastung wie zum Beispiel die Themen Bildung und Klimaneutralität, weil wir natürlich mit jeder Schule, die wir, egal ob für 30 Millionen wie die Fuchshof-Grundschule oder für knapp 200 Millionen wie das Bildungszentrum West, die wir bauen, unglaubliche Summen im Haushalt bewegen. Wir haben das Thema Kita, Recht auf einen Kindergartenplatz. Da muss man sagen, sind wir immer noch am Hinterherarbeiten mit allem Einsatz und ich glaube, die Menschen anerkennen das auch, aber noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Und da muss man auch sagen, dann kommt ja noch dieses große Thema Klimaneutralität hinzu. Viele, viele Millionen werden wir brauchen. Man hat neulich sogar mal berechnet, eigentlich 2 Milliarden um alle städtischen Gebäude, nur hier in Ludwigsburg, Stadt Stuttgart hat 11 Milliarden berechnet für sich, in Griff zu bekommen. Insofern glaube ich, dass die drei Themen sozialer Zusammenhalt, Bildung und Klimaneutralität uns in den nächsten Jahren ganz an erster Stelle hier beschäftigen werden. Und trotzdem haben wir so Themen wie Mobilität, wie Wohnen, auch wie Sport und Kultur, die wir natürlich nicht vernachlässigen werden. Also dieses Priorisieren ist eine Riesenherausforderung. Aber wenn es dann wirklich nur mal drauf kommt, dass man sagt, es gibt nur noch drei Themen, die wir beackern könnten, dann wäre es sozialer Zusammenhalt, Bildung und Klima. Das sind die drei großen Herausforderungen der Zukunft. Der Gemeinderat hat mit großer Mehrheit Beschlüsse gefasst, die lange Zeit unmöglich schienen. Stadtbahn, Bildungszentrum West, Arsenalplatz. Wie ist das gelungen? Wie kam es zu dieser gemeinsamen Haltung des Gemeinderats? Also ich glaube, man hat ja immer wieder versucht, auch einen Vergleich herzustellen zwischen Werner Spetz und mir, was ihm, glaube ich, in unglaublichem Maß gelungen ist. Er ist wirklich ein Macher gewesen, er hat unglaublich viel nach vorne getrieben, aber am Ende in der Situation dann auch gesteckt, wo es einfach, ich sag mal, keinen Ausweg mehr auch gab mit dem Gemeinderat. Und was mir dann, glaube ich, relativ schnell gelungen ist, ist dann eine neue Vertrauensbasis zu schaffen. Und damit sind natürlich auch ein paar Themen, die vorher einfach nicht realisierbar mehr waren, wie Stadtbahn, wie Bildungszentrum West, aber auch wie zum Beispiel hier die zentrale Innenstadtgestaltung mit dem Arsenalplatz, plötzlich möglich geworden. Durch ein Zuhören, durch ein Austarieren von Meinungen, durch ein, ich sag mal, durchaus auch taktisches Manövrieren in vielen Gesprächen. Und das ist was, was mir halt unglaublich viel Spaß macht an der politischen Arbeit mit Menschen im, ich sag mal, Abgleich von Meinungen, Mehrheiten herzustellen. Und ich glaube, insofern ist das die Basis auch gewesen, um diese vielen wichtigen Entscheidungen im Jahr 2022 zu ermöglichen. Jetzt eine Frage, die man normalerweise nur Frauen stellt, aber auch jetzt Ihnen. Dürfen Sie gerne. Das Amt des Oberbürgermeisters ist ja kein 8-Stunden-Job. Wie vereinbaren Sie Beruf und Familie? Ja, wir haben uns ganz klare Regeln gesetzt, die wir hin und wieder mal brechen, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Wir haben gesagt, der Donnerstag ist ab 17 Uhr heilig. Das weiß inzwischen die halbe Stadt und die, die es noch nicht wissen, erfahren es auch. Und wir haben gesagt, einen Tag am Wochenende, den planen wir so richtig durch zugunsten der Stadt, der Aufgabe als OB und den anderen halten wir uns komplett frei. Weil wenn wir die zwei Grundregeln nicht haben, Donnerstag ab 17 Uhr frei und am Wochenende einen Tag Familie und einen Tag voll Amt, dann hat man nachher nur noch einen Mischmasch zwischen Amt und Familie und dann, glaube ich, leidet die Familie so dramatisch, dass es nur zu einer ganz großen Schwierigkeit für die Familie führen wird. Also Klarheit, ein paar Regeln, die wir versuchen, wirklich strikt einzuhalten. Und das funktioniert? Das funktioniert. Der Donnerstag wird auch mal ein Montag. Also es kann schon auch sein, dass wir sogar, wenn es gut läuft, den zweiten Abend in der Woche dazu bekommen oder es mal einen Ausweichtermin geben muss. Aber das soll die Ausnahme bleiben. Meine Frau soll wirklich für sich, ihre Freundinnen, für auch Familie mal, aber auch durchaus für sich den Donnerstagabend planen können. Und den Wochenendtag, den wir frei haben, den versuchen wir als Familie oder mit Freunden dann auch zu verbringen. Wohl wissend, dass der andere, einfach weil es viele Vereine gibt, die mich erwarten, viel Kultur, viel Sport gibt, dann natürlich voll dem Amt gewidmet ist. In Facebook und Instagram gewähren Sie Einblick in Ihr berufliches und in Ihr privates Leben. Weshalb gewähren Sie auch Einblick in Ihr Privatleben? Also ich glaube, dass es einfach schön ist, auch spannend ist für die Wählerinnen und Wähler, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, mal einen Blick zu sehen auf den Matthias Knecht, jetzt nicht nur im Anzug mit Krawatte eine Rede hält beispielsweise, sondern schon auch mal einen Blick
ein Urlaubsfoto oder wo waren die jetzt wandern am Wochenende, hier, ich sag mal, auch mal mit so einem Anblick in Frankreich oder auch mal mit den Kolleginnen, wobei das ist ja wiederum ein dienstliches Foto, aber dann auch, ich sag mal, gerade so, ja, Frankreich, Bretagne, beliebtes Urlaubsziel bei uns oder mal ein Bild mit meiner Frau zu sehen. Solange die so, ich sag mal, an der Oberfläche bleiben, ist es, glaube ich, auch unproblematisch. Wir versuchen bei unserem Sohnemann eigentlich immer Einstellungen zu finden, wo man ihn jetzt nicht frontal sieht mit Gesicht, sondern eher mal wie jetzt auf dem einen Foto mit Blick an den Strand in die Ferne und so. Damit kann man auch ein bisschen spielen oder mal in den Bergen. Aber so ein kleiner Blick ins Private darf sein, ohne dass er zu, ich sag mal, intim wird. Mhm. Wenn man im öffentlichen Leben steht und Entscheidungen treffen muss, wird man ja oft kritisiert, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Wie gehen Sie mit Kritik um? Na, ich denke, Kritik hat immer auch ein Stückchen Wahrheit. Manchmal mehr Wahrheit, manchmal ist sie sehr konstruiert, dann muss man auch mal durchaus sich wehren. Aber man darf erst mal zuhören, man darf es annehmen. Und ich glaube, man findet dann schnell auch Punkte, wo man sagen kann, okay, da hat der oder die gegenüber recht. Und andere Punkte, die man dann wieder entgegensetzen kann. Aber das Wichtige ist das Zuhören, das nicht sofort brüsk zurückweisen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was die Menschen in der Stadt schätzen, dass sie sagen, naja, der Knecht hat beileibe nicht mit allem recht. Er sieht aber auch ein an den Stellen, wo er nicht recht hat und spricht mal mit uns drüber. Und da kann man immer noch eine gemeinsame Lösung entwickeln. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man das gar nicht zur Geltung kommen lässt, wenn man das einfach gleich zurückweist. Und deswegen sind mir auch die Formate wie die Bürgersprechstunde oder das Gespräch am Marktplatz so wichtig. Die haben halt jetzt 2 Jahre während Corona gefehlt, aber die versuchen wir jetzt wieder nach und nach auch zu etablieren. Also Sie können Positionen aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie sie nicht durchsetzen können oder dass Sie nicht berechtigt sind. Genau, man darf nicht beliebig werden, aber wichtig ist, glaube ich, schon, dass man erkennt, neulich hat ein Mitarbeiter mal zu mir gesagt, Chef, das ist aber jetzt wirklich nicht das, was in der Sache uns weiterhilft. Und da kann man jetzt ja zweifach reagieren. Entweder kann man sagen, ich bin der Chef und du schweigst, oder man kann auch sagen, nee, da setzen wir uns hin und das erörtern wir miteinander. Und da macht es mir auch nichts aus, wenn das vor 5 oder 6 Zeugen ist, weil wir haben dann miteinander eine Lösung diskutiert und die haben wir jetzt alle gut gefunden. Das ist dann keine Beliebigkeit, sondern das Ringen um die beste Lösung und dann wird es gut. Das darf sein. Sind da auch Ihre Kolleginnen für Sie ein Korrektiv, also Ihre Bürgermeisterkolleginnen? Definitiv. Wir haben ja dieses Foto mit den beiden Bürgermeisterinnen. Richtig. Also ich finde es wirklich toll, dass wir hier ein Viererteam haben mit 2 Männern, 2 Frauen. Auch diese Parität ist mir ganz wichtig und ich glaube, das Bild zeigt ja auch gute Laune bei uns mit Frau Schwarz, mit Frau Schmetz. Ich glaube, das ist das Schöne, ich konnte mir alle 3 raussuchen. Mhm. Also Frau Schwarz als Erste, dann Frau Schmetz, dann Herrn Mannel. Also alle sind hier angekommen bei uns im Team. Und wir sind miteinander jetzt am gut zusammenfinden. Wir haben natürlich auch mal sachlich völlig konträre Meinungen, müssen mal ringen, mal kämpfen. Aber ich glaube, wir haben gerade auch im persönlichen Bereich ganz viel Freude miteinander und sehr viel Gewinn von dem Miteinander von uns 4. Mhm. Wie erholen Sie sich? Sie haben ja ein kurzes Wochenende, haben wir gerade eben gehört. Also wir machen gern mal Ausflüge, zum Beispiel in die nähere Umgebung, hier in Stuttgart, in Ludwigsburg, in der Region. Haben das auch sehr schätzen gelernt, als man während Corona gar nicht so weit reisen konnte, dass wir hier die Region uns nochmal neu kennengelernt haben. Wir fahren gern auch mal an einem Wochenende, wenn es die Zeit so herlässt, einmal 2 Tage frei sind ins Allgäu oder an den Bodensee. Und natürlich im Urlaub sehr gerne Richtung Meer, also Richtung Nordsee. Amrum haben wir entdeckt als große Liebe. Und natürlich die Bretagne, Frankreich. Aber wie man auf dem Bild gerade sieht, bin ich sehr gerne auch am Bergwandern. Das ist für mich auch so ein Ausgleichssport, der nicht zu sehr Kaltstart von 0 auf 100 ist. Das kann man auch mal machen nach einer anstrengenden Woche. Aber dann schon auch mal gerne eine längere Tour und nicht nur ein kleiner Spaziergang. Und natürlich, wenn es die Zeit weiter erlaubt, Tennis und Basketball. Und mit meinem Sohn große gemeinsame Liebe Malen, Malerei. Also wir verbringen sehr gerne auch Zeit beim Malen oder Basteln. Und inzwischen, er lernt jetzt Geige. Ich habe früher Klavier gelernt, durchaus auch mal beim Musizieren. Sie waren auf der Waldorfschule und Ihr Sohn besucht auch die Waldorfschule. Ja. Wie hat diese Philosophie der Waldorfschule
Ihr Leben, Ihre Haltung beeinflusst? Ja, ich komme aus einem evangelisch geprägten Elternhaus. Mein Opa war Pfarrer, meine Mutter lange Kirchengemeinderätin in der Erlöserkirche in der Weststadt. Insofern eigentlich gar kein so anthroposophisches Waldorf-Gepräge, sondern eigentlich eher ein protestantisches Gepräge. Und zur Schule sind wir gekommen, weil meine Eltern beschlossen haben, dass sie im staatlichen Schulsystem an den Gymnasien durchaus auch sehr viel konservatives Lernen erfahren haben, natürlich in einer ganz anderen Zeit. Das ist mit heute nicht mehr vergleichbar. Und dann haben sie gesagt, für euch, also für meinen Bruder Rainer und mich, ist die Waldorfschule das richtige Umfeld. Und so sind wir eigentlich mehr über, weil dort viel mit Kunst, viel mit Musik, viel mit Handwerk, viel mit Mensch, mit persönlichen Begabungen, Neigungen gearbeitet wird, zur Waldorfschule gekommen und viel weniger, als dass wir irgendwie anthroposophische Schriften von Rudolf Steiner kannten. Das kannten meine Eltern, glaube ich, ganz, ganz wenig, sondern sie hat das Schulsystem aus dem, was man tut im Unterricht, in der täglichen Lehre, überzeugt. Und da kann ich auch sagen, auch nach 13 Jahren Waldorfschule, es war die richtige Entscheidung, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Natürlich hatten wir auch, wenn man die aktuelle Presselandschaft ja sieht, auch mal Höhen und Tiefen. Es gab mal einen Lehrer, den wir unmöglich fanden. Aber mit dem Blick auf das Gesamte, muss ich sagen, war es die richtige Entscheidung. Und deswegen haben wir auch unseren Sohn jetzt mit einem guten Gefühl auf die Uhlandshöhe nach Stuttgart geschickt. Und witzig eigentlich, meine Frau, die aus dem staatlich geprägten Schulsystem war, war die, die wirklich gerungen, gekämpft hat und gesagt, es gibt kein anderes, unser Sohn muss in die Waldorfschule. Und da kam ich fast nur unter Druck, weil ich dann dachte, da gibt es ja Auswahlgespräche, schafft er das wirklich und so weiter. Wir haben es dann geschafft, alles gut. Aber also es war spannend zu sehen, dass die Überzeugtere sogar vielleicht von uns beiden meine Frau war, die gar nicht aus dem Schulsystem kommt. Und jetzt sind wir alle drei mit der Entscheidung richtig glücklich und haben eine tolle Klassengemeinschaft dort. Schön, ja. Wie soll Ludwigsburg in 5 Jahren aussehen? Was soll bis dahin verwirklicht sein? Na, ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir uns jetzt mit dem Arsenalplatz, das Ziel haben wir uns jetzt gesetzt. Wir haben die Entscheidung getroffen, 22, 23 werden wir die Vergabe machen und 24 wollen wir umsetzen. Also in 5 Jahren wollen wir einen richtig schönen neuen Stadtplatz haben am Arsenalplatz, der eine tolle Wirkung hat für das Thema Klima, der unsere Stadt abkühlt, der aber auch ein neues Aufenthaltserlebnis bringt. Also das ist ein Thema. Dann haben wir natürlich vor, ein Verkehrskonzept auf den Weg zu bringen, damit wir unsere Stadt auch nochmal vom Individualverkehr entlasten, die Menschen mehr Richtung öffentlichen Nahverkehr, dann irgendwann auch mit der Stadtbahn. Aber da sind die 5 Jahre fast ein Jahr zu früh, weil 2028 soll die Stadtbahn dann fahren in Ludwigsburg. Da wollen wir aber das Thema Mobilität natürlich in den Blick nehmen. Wir haben Wohngebiete, die sich toll entwickeln werden. Der Fuchshof, jetzt kurzfristiger noch fertig wird das Jägerhofquartier. Der Gimsenberg soll sich entwickeln bis dahin und natürlich auch Grünbühl. Das heißt, im Wohnen wollen wir großartige neue Zeichen setzen. Und dann hoffe ich halt, dass sich die Stadt im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt weiter so gut entwickelt wie bisher. Mit hochaktiven Vereinen, mit einem tollen Angebot in Kultur, Sport und Sozialem. Und wenn wir das schaffen, dann auch die Menschen zu integrieren, die aus der ganzen Welt in den nächsten 2 Jahren zu uns kommen werden. Wir erwarten noch viel, viel mehr Geflüchtete als bisher aus anderen Gebieten, auch als der Ukraine. Wenn wir die integriert bekommen, dann haben wir ein ganz tolles Pfund hier, mit dem wir wuchern können in Ludwigsburg. Wenn ich eine Fee wäre, eine gute Fee natürlich, und ich könnte Ihnen 3 Wünsche erfüllen, welche wären das? Also natürlich, wenn Sie eine ganz, ganz gute Fee wären, dann würden Sie uns ein bisschen Finanzen vom Himmel regnen lassen, um diese unglaublichen Aufgaben im Bereich Klimaneutralität und Bildung zu bewältigen. Weil da werden wir Hunderte von Millionen brauchen. Und eine gute Fee, die würde uns auch da irgendwelche Fördermittel der EU, von Bund oder Land sozusagen schenken. Ein zweiter Wunsch wäre, dass wir wirklich dieses Miteinander in der Stadt bewahren und weiter ausbauen können, das Zusammengehörigkeitsgefühl auf allen Ebenen in Ludwigsburg. Und das dritte wäre sicher natürlich Gesundheit, Glück, Frieden auch jetzt in dieser Zeit für die Familie im Speziellen einerseits, aber auch für unsere Freunde und natürlich auch für die Stadt. Das sind wunderbare Wünsche. Vielen Dank. Wir danken Ihnen auch für dieses Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute. Ganz herzlichen Dank. War schön, dieses Gespräch führen zu dürfen. Lebensgeschichten können Sie nicht nur auf Scala TV und YouTube sehen, sondern auch lesen auf unserer Homepage ludwigsbürgerinnenerzählen.de.